So, hallo, wir machen weiter bei Things. Letztes Mal hatten wir ein schönes Yoshi-Level. Und jetzt geht's weiter mit einem Secret-Exit-Level, Descension. Ich bin gespannt. Ich kann mich jetzt auch an den Namen so nicht mehr erinnern. Mal gucken, was es ist. Vielleicht erinnere ich mich, wenn ich es sehe. Mal schauen. Nee, okay, daran erinnere ich mich nicht, das bei High Over One gesehen zu haben, aber das heißt ja nichts. Oh, okay. Oh, boah. Ah, das geht nach links und rechts. Also das geht links raus und rechts wieder. Oh. Ah, mit. Wait, kann ich in die Röhre? Ist das der Secret Exit? Gleich mal ausprobieren. Ja. If you want to go back to the main level, go back that pipe. Nee, ich will Secret Exit da machen jetzt hier. Lass mich. Oh, das ist sowas. Okay, das ist auch cool. Okay, dann spielen wir erstmal das hier. Und schön auch, dass das speichert, dass man da rein ist. Sehr schön. Okay. Oh boy. Okay. Da hat es ein bisschen gelaggt. Wo hätte ich hingemusst? Wo hätte ich denn da hingemusst? Ach, hier unten. Oh boy, okay. Okay. Der geht weg, okay. Das ist so eine Brücke. Shish. Nein, zu hoch. Wahrscheinlich auch mit dem Spinjump einfach weiter, am besten. Auch das war wieder zu hoch. Na, Mann, wieso springt denn immer da hoch? Yes. Und dann auf den. Okay. Und dann hier ein bisschen hin und her. Okay, verstanden. So weit, so gut. So weit verstanden, was Sache ist. Ja. Vergessen, dass dies einfährt. Vergessen, dass es einfährt. Muss da wirklich sofort weiter. Yes. Yes. Und hoch. Nice. Okay, die geht schneller weg, als ich in der hatte. Nice. Und hoch. Und gleich weiter. Ah, es war zu hoch. Okay. So hoch. Aber die Musik ist geil. So. Zack. Zack. Ab dafür. Okay, jetzt einfach gerade halten. Nicht übertreiben. Und los geht's. Okay. Dann kommen da Dinge. Nein, 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 nein. Na, ah, wieder zu hoch. Zu hoch. Mist. Okay. Langsam, 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 langsam. Oh, shish. Oh, shish. Okay, oh mein Gott, war das weit. Ich hoffe, da kommt bald der Midway Point dann an der Stelle. Das wäre so langsam dann die Stelle, wo ich sagen würde, okay, so langsam wäre der Midway Point ganz nett. Weil es doch schon eine ganze Menge ist, die man am Stück spielen muss wieder. Yo. Musik macht es nicht, wenn ich an einer wichtigen Stelle bin. Okay, cool.
Nein, das war zu... Oh, ich habe da keine Geduld. Ah. Oh, da könnte ein Midway. Ich weiß nicht, was da... Ich weiß nicht, da kommt eine Plattform, da könnte wieder ein Midway. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ich hoffe. Ich hoffe auf Midway an der Stelle. Ich hoffe einfach mal auf Midway an der Stelle. Nein! 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 Menno! Mist! Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht! Halt die Klappe! Oh, das geht so schnell runter, das Ding. Wie mache ich denn den Sprung am besten? Mist. Mist, Mist, Mist. Huch. Oh, ich weiß noch nicht, wie ich den Sprung mit der Plattform mache. Da muss ich noch was auskundschaften. Langsam, 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 langsam rüber. Mist. Nein, wieso springt er denn nicht mehr? Oh, der war gut. Musste ich fast nichts machen. Nein. Na, so nicht. Wenn wir bei 10 Minuten sind und ich habe hier keinen sichtbaren Progress, mache ich erstmal das normale Level. Hier kommen wir ja jederzeit wieder rein. Das ist ja gleich am Anfang, die Röhre. Ist ja kein großer Aufwand, hier hinzukommen. Okay. Nein, ich muss da warten. Ich muss da warten. Der kommt selber zu mir. Der kommt von selbst zu mir. Dachte, ich muss schnell rüber, aber der kommt von selbst zu mir, so wie der hier. Nein, spring doch! Oh, wie ich sowas hasse, wenn ich springen drücke und dann macht's nicht, weil ich halt wahrscheinlich genau an der Kante drücke. Mann! Warum bist du so SMW? Lass mich doch an der Kante abspringen. Es tut dir doch nicht weh. Nein! Okay, der war gut. Na, okay, so, er kommt zu mir. Genau so.
Und dann geht's da unten erstmal weiter. Okay, kein Midway Point. Aber sichtbarer Progress. Also kein Wechsel aktuell. Sehr schön. Oh, da muss ich noch irgendwie ein bisschen besser Schwung kriegen nach rechts. Komm, sterb halt nicht am Anfang. Lass mich halt bis hinten zu den Stellen kommen, wo es bisher noch nicht für mich weiterging. Langsam. Nicht so hoch, Menü. Mensches Kinder, nicht so hoch. So. Nein! Nicht mit Spinjam. Das war mal voll mein Fehler. Gut. Okay, nee, ich wollte sagen, ich wollte gucken, ob ich zweimal, aber ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ich muss nur ein paar Mal an die Stelle kommen und es halt ausprobieren. Ach! Kriegst du es denn? Gibt's das denn, ey? Langsam, Vorsicht! Gut. Ja, ja, ja. Okay, und jetzt. Habe ich ihn bekommen? Aber wieso war denn da eine gelbe Münze? Wie soll ich denn, hä? Aber da war das Ziel. Das ist einfach das Ziel. Und da war ein Mond, aber der. Reicht nicht. Jo, da hinten ist einfach das Ziel. Da ist das Level einfach schon zu Ende. Sehr gut. Ach, Mann! Ungeduldiger Conan. Sei nicht so ungeduldig. Please. Warten, warten, rüber. Nein! Aber jetzt, wo wir das Ziel gesehen haben, spielen wir auf jeden Fall das Level zu Ende. Ganz klar. Ich fände es nur schön, wenn wir es bald schaffen würden, dass wir noch das andere Level sehen könnten. Eventuell. Nicht jetzt die ganzen Part über in dem Level sitzen. Aber wenn ich halt weiterhin es nicht schaffe, da von der Taste runter zu gehen und dann zu hoch springe, dann wird das halt nichts. Warte, ich muss mir an der Nase jucken. Ganz schlecht gerade. Nase, halt noch durch. Nase, halte durch. Hör auf zu jucken. Okay, jetzt. Oh. Gottes Willen war das unangenehm. So. Okay, wir sind mal wieder hier. Oh, scheiße. Ha, ich muss das Timing da besser hinkriegen. Na. No.
Shish. Mann! Ist doch nicht mehr schön! Jetzt fängt der Arm an zu jucken. Willst du mich verarschen? Was? Oh. Okay, ich muss kurz Arm kratzen. Alter, mich juckt hier gleich alles. Was ist das denn? Das ist die Aufregung. Das ist die Aufregung. Ach, Mann. Wir machen aber auch in den letzten Minuten keinen merklichen Progress. Das ärgert mich. Mein klar, je kürzer, also je weniger am Level noch übrig bleibt, umso weniger zusätzlichen Progress kann man ja machen, außer es halt zu schaffen. So. Das ist schon klar. Mann, wie habe ich das denn vorhin hingekriegt, dass das gepasst hat? Verdammt. Oh. Immerhin falle ich da nicht mehr runter. Wieso bin ich so? Ja, das sind Fehler, die ärgern mich einfach so. Ich muss doch nur auf die dumme Plattform drauf. Und dann choke ich immer. So. Und jetzt rüber. Und jetzt... Ach, hier hin! Hier hin! Nein! Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und den Mond haben wir. Gut. Gut, easy. Easy. Wir haben den Mond. Wir kommen darüber. Ich habe es verstanden, wie es geht. Ich muss dann einfach schnell nach oben. Sehr gut. Das ist der Progress, den ich gesucht habe. Zu wissen, wie ich ans Ziel komme. Das habe ich vorhin noch nicht gesehen. Gut. Kriegen wir hin. Huh. Ist jetzt nicht mehr viel. Jetzt muss ich es nur noch alles am Stück umsetzen. Okay, das war's. That's it! So, wir nehmen aber wieder die Punkte mit. Haben wir die Punkte jetzt mitgenommen? Nee, ne? Moment. Für sowas erlaube ich mir Rewinds, weil... So. Why not, ne? Why not? Okay. Wait. Moment. Wenn ich den roten Schalter habe, aber die roten Blöcke sind... Ja, okay. Dann geht's da nochmal weiter. Muss ich da nochmal hin, oder was? Scheiße. Okay, jetzt bin ich in den Bonus gelandet. Ah, den muss ich jetzt schaffen. Wenn ich... Ich komme hier gar nicht raus, ohne zu sterben. Oh. Aber das ist sicherlich sinnvoll, dass wir hier gelandet sind. Ich hoffe nur, man muss nicht den auch noch gut schaffen. Oh je. Aber ich glaube, da muss ich einfach Geduld haben. Ich glaube, es ist falsch, zu viele auf einmal anspringen zu wollen. Ich glaube, man sollte einfach immer eins mitnehmen, wenn man mal die Möglichkeit hat. Und ansonsten springt man halt ein bisschen hin und her. Ne? Ja, genau. Das war wieder zu gierig. Am besten immer, wenn man in der Mitte springt. Ja, ja, ja. So machen wir das. Genau. 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 Jetzt fehlt nur noch eins. Okay. Aber so können wir es machen. Ach, Mist. Und wenn man halt direkt an einem dran ist, da oben geht's auch noch. Da kann man auch nochmal springen. Na, hier so, zack. Und dann den mitnehmen. Den mitnehmen.
Den mitnehmen. Den mitnehmen. Den mitnehmen. Den mitnehmen. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ist doch gut. Immer wenn ich aufnehme, kommen E-Mails. Nie, wenn ich nicht aufnehme. Waren das jetzt für eine? War das wichtig? Muss ich nachher gucken. Da war es doch fast schon. Nein. Die Idee ist aber echt halt simpel, aber sie funktioniert, ne? Das macht es gleich um ein Vielfaches schwieriger. Ist schon interessant. Nur irgendwie schiebt es einen, also die sind nicht wie normale Blöcke, die schieben einen irgendwie so ein bisschen weg, wenn man die drückt. Oder es ist die Plattform, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich mir das einbilde. So. Gut. Doch nur noch der eine. Nein. Oh, wait. Ich muss den sammeln. Ich muss das Leben noch sammeln. Es kommt nicht zu mir runter, ne? Ich muss das Leben noch sammeln. Scheiße, okay. Okay, jetzt ist nur noch einer übrig. Der kommt perfekt. So, jetzt noch das Leben sammeln. Junge! Mann! Jetzt! Yes! Oh mein Gott! Okay. Gut, da haben wir den ersten Exit. Können wir uns das Level nochmal richtig... Ah, wir haben auch wieder einen Mond bekommen. Abflug. Aber dann werde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr das Gold Tape mitnehmen, weil jetzt haben wir gesehen, was passiert. Ich glaube, das reicht dann auch einmal. Aua. So. If you check the screenshots on SMV Central. Uno momento. Ich glaube, ich habe den Hack sogar noch offen. Sind auch nur 4 Stück. Okay. Things. Zweites Bild. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich euch dahin mitnehmen? Kann ich euch das zeigen? Ah, wenn was Wichtiges kommt, dann versuche ich es zu zeigen. Ach so, er zeigt... ja, okay. Er zeigt, dass man den zweiten Dings öffnet. Deswegen hatte ich das. Da habe ich das schon mal gesehen. Ich habe doch noch gemeint, irgendwas hat mir gesagt... Irgendwoher wusste ich, dass ich den zweiten Safe nutzen soll. Das habe ich jetzt getan. Oh! Nee, er zeigt was anderes. Yo, was? Okay. Okay. Okay, Moment. Ich gehe hier raus. Ich speichere mal gerade. So, zack und zack. Und dann gehen wir einmal in den Reset. Ich hoffe, das geht dann auch mit einem anderen Gamefile, weil jetzt habe ich den zweiten gerade genutzt. Oh, siehst du, ich starte, ich resette und der Sound so, nö. Deine Einstellung interessiert mich nicht mehr.
Ich bleibe jetzt einfach so, wie ich das möchte. So. Okay, also, er hat mir gezeigt... Oha, ich hoffe, das geht bei den anderen Dingern auch. Oh nein, jetzt habe ich den zweiten benutzt und komme da nicht rein. Man kann hier... Okay, man kann überall nach unten. Es gibt eine Option, wo man nach unten gehen kann. Ich habe hier Boonstart und ich habe hier was Offenes. Was ist das? Was ist das jetzt? Hä? Also das ist das Anfangslevel, aber das haben wir schon gespielt, theoretisch. Mist. Okay, wir gehen mal kurz durch. Irgendwas muss hier anders sein. Irgendwas muss jetzt hier anders sein. Okay, da hat sich auch nichts geändert. Ja, ist doch gut. Okay, hier hat sich auch bisher nichts geändert. Gehen wir mal hier rein. Ja, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Aber das ist nämlich das, was auf dem vierten Screenshot zu sehen ist. Da ist dieses Yoshi-Haus zu sehen. Ich habe jetzt die andere, ich habe jetzt dieses unter dem Boonstart, das Ding habe ich geöffnet, wo nichts stand. Da bin ich drin. Und dann zeigt er einfach dieses Yoshi-Haus als nächstes. Und das ist der letzte Screenshot. Ha, weiß jetzt nicht, was er mir... Ach so. Er zeigt, ich soll mit Start Select rausgehen aus dem Yoshi-Haus. Das macht er, glaube ich. Warte mal. Sigrut! 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 Okay, das... Oh, was? There's no puzzle here now, go away. Luigi Boon is real. Das sind QR-Codes. Das artet aus. Funktionieren die? Wo führen die mich denn jetzt hin? Oh Gott, ich habe Angst. Okay, ich muss kurz mein Handy. Moment. Also, man sollte ja normalerweise nicht einfach fremde QR-Codes, ne? Aber mal gucken. Ich vertraue dem Sweet Dude mal, dass dem jetzt hier nicht irgendwas auf das Handy spielt, was ich nicht möchte. So, wir probieren mal den linken aus. Der tut schon mal nix. Oder mein Dings ist einfach zu schlecht. Probier mal den daneben aus. Der reagiert auch nicht. Also entweder der QR-Code-Scanner von mir ist einfach kacke oder der erkennt da nichts. Nee, also die tun... Oh! Der ganz linke, der ganz rechte tut was. Tippen, um in diesem Browser zu YouTube zu wechseln. Okay, da kommt wohl ein Video dann. Wir probieren das mal. Moment. So. Das ist aber der Einzige, der reagiert. Vielleicht sind die anderen einfach auch fake. Okay, jetzt öffnet sich YouTube. Mit einem Lied. Ah, das ist irgend so ein Trolllied. Da tanzt eine Katze. So eine gezeichnete ASCII-Katze. Ich kann auch nicht sagen, wie das Video heißt, weil es besteht aus japanischen Buchstaben. I'm sorry. Ich hab kein... Okay. Ist jetzt aber auch nichts Sehenswertes. Also, das Video ist 14 Jahre alt, hat 64.000 Aufrufe.
Ja, und dann hört es auch wieder auf nach einer Minute. Stabil. Okay, ich habe einer ASCII-tanzenden Katze zugeguckt. Die anderen haben nicht funktioniert, die anderen QR-Codes. Keine Ahnung, ob es an mir lag oder... Also, der linke reagiert, der ganz rechte reagiert. Die anderen reagieren einfach nicht. Weiß ich, ob die einfach nicht gehen oder ob... Also, der rechte reagiert halt sofort. Oh! LOL! Der mittlere große, also der linke große, führt zu Discord. Okay. Moment. Jetzt ist er wieder weg, der Link. Okay. Was ist das dann? SMW Central Discord oder was? Das ist irgendein Invite zu irgendeinem Discord. So, was für ein Discord ist denn das, ein Invite? Ja, die Seite baut sich auf. Du wurdest eingeladen beizutreten. Secret Server. 106 Mitglieder, 53 online. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ach komm, scheiß drauf. Einladung annehmen. Ach so, ja, das ist jetzt doof. Weil am Handy habe ich kein Discord. Okay, ist jetzt egal. Ihr seht das Ganze eh nicht, was ich hier gerade treibe. Von daher ist das jetzt ein bisschen, ein bisschen doof. Das mache ich mal wann anders. Da suche ich mir den Link dann raus und dann trete ich dem Secret Server bei. So, jetzt probiere ich nochmal den ganz links. Aber die sind so klein. Die tun irgendwie nicht wirklich was. Also die, da tut irgendwie der nichts. Nee, da geht auch nichts. Also die kleinen... Vielleicht sind die kleinen auch einfach nur... Ja, oder? Sind die kleinen einfach nur... Nee. Nee, das sind nicht die gleichen wie die großen. Aber die sind zu klein, da tut mein Handy nichts. Keine Chance. Ne, die will er nicht erkennen. Kann nochmal versuchen, schärfer zu stellen, aber... Ne, keine Chance. Heller, dunkler... Nee, das erkennt er einfach nicht als Link. Na gut, egal. Okay, interessante Geschichte. So. Gut, den Link vom Discord-Server, den mache ich dann mal hier am Computer, aber das jetzt nicht. Jetzt nicht. So, jetzt würde ich gerne noch das normale Level spielen. Jetzt gehen wir wieder hier raus. Resetto. Zack. Ah, ich liebe es. Und dann rein da. Ach, hier wär's. Ich muss dafür gar keine neue Datei öffnen. Ich kann es auch so machen. Okay. Nevermind. Und jetzt habe ich reset und jetzt ist wieder alles laut. Also ich muss dafür gar nicht, falls man es jetzt nicht gehört hat, was ich gesagt habe, Lul. Ich muss dafür gar nicht eine neue Datei öffnen. Das kann ich einfach überall machen. Okay, interessant. So. Lasst uns eine Runde descenden. Okay. Ich würde aber nur jetzt bis zum Midway Point descenden, weil wir schon bei einer halben Stunde waren. Ne? Also jetzt ist einiges schon passiert. Ja, moin! Okay, verstanden. Muss man nur immer erstmal sehen, was da links und rechts abgeht. Mist. Mist. Aber ich glaube, wir können langsam festhalten, dass die Monde tatsächlich immer sichtbar am Ende sind, so. Das war jetzt bei dem Yoshi-Level so, das war jetzt bei dem hier grünen Gift-Level so. Die Monde sind nur eine kleine Zusatz-Challenge, aber eigentlich nichts. Nichts Verstecktes in dem Sinne. Also man muss eigentlich bisher nicht suchen. Und hier müssen wir nochmal rein, wenn wir den roten Schalter gedrückt haben, haben wir gesehen.
Auch wenn die Blöcke, die roten, zwar hier in der Wand so aktiviert sind, aber da waren ja nochmal andere rote Blöcke da hinten. Keine Ahnung. Wie man sich das... Ach komm, wie man sich das vorzustellen hat. So, nein. So. Nein, ich habe vergessen, dass die Shell kommt erst. Ich wollte schon wieder auf den normalen Sprung wechseln. Aber da kommt ja erst der Shell-Abschnitt. Ah, genau der. Oh, wie... Oh, da muss ich... Oh, das wird interessant. Da muss ich rüber, muss mir die Shell holen, muss zurück. Ach, Mist. Muss zurück und dann einen Shell-Jump machen. Yo. What the heck? Ja, muss ich machen. Oha. Interesting. Nein! Was zur Hölle tue ich? Oh, ich wollte sagen, gerade so geschafft, aber doch nicht. Schade. Yes! Und jetzt? Oh Gott. Okay, danach darf dann gerne der Midway kommen. Danach darf gerne der Midway kommen. Eieiei. Nein! Ah! Das Rüberspringen ist so schwierig, weil du nicht genug... Also du kannst nie... Also ich finde es schwierig im Moment noch, mich dran zu gewöhnen, wie ich das abschätzen muss. Na, wo ich dann genau ankomme und wo es dann genau, oh Gott, und wo es dann genau weitergeht. Das ist so schwierig abzuschätzen. Weil man es halt nie macht, also, ne? Ach, scheiße. Ich müsste doch theoretisch den einen sogar auslassen können und gleich ganz nach links springen, rechts. Dass ich einfach sag hier... Okay, nein, kann ich nicht. Das ist das, was ich meine. Ich hätte jetzt gedacht, es reicht von der Entfernung her, aber nee, über den Bildschirm raus ist es dann doch noch ein Stückchen weiter, als man es vermutet. Yes, so, jetzt... Ich war gedanklich schon beim Spinjump auf die Pflanze. Ich habe nicht mehr gewusst, dass ich da nochmal ausweichen muss. Scheiße. Scheibenhonig. Ah! Okay. Nein! Und dann da schnell rüber. Oh Gott! Und dann da schnell rüber. Eieiei. Okay. Und danach bitte Midway. Danach bitte Midway. Bisher habe ich immer auf mein Gefühl vertrauen können, wann der Midway kommt.
reicht nicht, nee, hab ich mir gedacht. Och, ich Trottel, ich hab wieder komplett verdrängt, was da kommt. Nein! Ich habe immer so diese eine Stelle, die mich aufhält, ne? Es ist immer so diese eine Stelle, die es in einem Level gibt. Hier ist es die Stelle. Es ist immer so die eine Stelle, wo ich konstant hängen bleibe. Mist. Beim Ballon-Level wäre es die Stelle mit dem P-Switch. Mit dem P-Switch, genau. Mit dem mit dem Spin-Jump nach oben zum Beispiel. Das ist so die Stelle, wo es am ehesten, wo es am häufigsten aufhört, der One sozusagen. Ah, Mann! Ich wünschte, ich könnte es besser kontrollieren mit Shell Jumps. Ich spiele ja trotzdem nur nach Gefühl. Also manchmal klappt es halt und manchmal klappt es halt nicht. Aber wer wirklich gut ist, der kann es ja tatsächlich koordinieren, dass ein Shell Jump auch wirklich rauskommt. Ich meine, ich weiß, wie er geht, so, aber ne, es ist halt trotzdem mehr so gefühltechnisch, ja, jetzt ungefähr werfe ich sie ab. Das ist halt noch nicht wirklich können. Könnte knapp werden. Nee, passt. Oh, zu knapp. Nee, passt. Oh, wow. Ich krieg zu viel. Ach Mann, ich komm nicht mehr rüber. Ich wollte doch gerne noch zum Midway Point kommen. Aber ich glaube fast, wir heben uns das fürs nächste Mal auf. Okay. Okay. Okay, da kommt noch kein Midway Point. Dann heben wir uns das nächste Mal auf. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich jetzt nicht komplett. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's hier weiter. Und tschüss.